Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Deus Ex mit Paxis. Wir sind hier so dunkel. Man sieht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Ist das ein Bug oder? Ja, ich gehe mal raus und gehe wieder rein. Das scheint so zu sein. Warum ist denn das so dunkel? Merkwürdig. Keine Ahnung. Egal. Wir kommen ja nur in die Richtung, wie es aussieht. 60%. Und ich weiß nicht, wie weit es noch geht, aber ist ja egal, ich versuche es trotzdem. Also wir sind jetzt gerade im Valley Casino und haben jetzt hier einen Laptop. Wir haben bisher, glaube ich, noch kein einziges Mal wirklich geile Informationen bei so einem Laptop gefunden. Aber hier würde ich schon gerne mal weitere Hintergrundinfos bekommen von diesem Valley-Ding da. Dann schauen wir Glück und schaffen es. Komm. Nicht entdeckt wurden, gut. Wieder Stufe 2. Okay, das ist ein Level 1. Wo geht's da hin? Sicherheitsstufe Level 3. Spam. Das wird man auf jeden Fall entdeckt. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Freigabe. Boah, 75%. Wenn ich über Takt mache, werde ich glaube ich schneller. Ich würde erstmal hier hingehen mit 75%. Mit 45%. Mal schauen. Boah, ich volle Tür. Jetzt habe ich dieses Übertakten verschwendet, aber es ist mein Fehler. Lass ich einfach. Tracking an. Ah. Wir können also die Kameras deaktivieren. Das ist ja nice. Tracking aus. Tracking aus. Aber wahrscheinlich muss ich das jetzt irgendwo hindrehen, wo es mir am meisten bringt. So. Warum kann ich die nicht ganz ausschalten? Vollbild. Das war doch das erste Mal was Sinnvolles, oder? Ich meine, das brauche ich jetzt eh nicht mehr. Oh Gott, guckt euch an, ich habe seinen Kopf irgendwie in den Tisch reingestellt. Oh mein Gott, wie das aussieht. Als wenn sein Kopf halt wirklich abgeschnitten wäre. Krass. Was steht hier? Schmerzmittel. Breach Software. Menü öffnen. Drücken Sie Tabulator, um ins Ingemüse zu kommen. Datenbank. Wählen Sie mit der Maus Spionage, dass wir außen verfolgen Sie Ihren Fortschritt. Breach Software kann für Credits verkauft werden. Die komplette Sammlung schaltet Inhalte im alternativen Breach-Modus frei. Hä? Dann Datenbank. Schauen wir mal. Datenbank. Chronik. Breach Software. Gefunden. 1 von 30. Ach, das ist wahrscheinlich einfach so. Extra Sachen? Story-Objekte. Ja, anscheinend sind es einfach so extra Sachen, die man einsammeln kann, wie halt Federn bei Assassin's Creed oder so. Hübsche Frauen, aber leider keine augmentierten. Schade. PDA? Das sind ja einige Sachen, aber wir sind anscheinend auch gerade im Überwachungsraum drin. Ivan Bonovic. Ivan, der Gascode ist immer noch 1368. Welchen Teil von ändere alle Passwörter hast du nicht verstanden, Schwachkopf? Und noch ein Passwort bekommen, sehr schön. Glas Absinth brauchen wir nicht. Das hat man schon im Bombenanschlag. Kommen wir hier auch rein. Auf Stufe 1 nur, easy. Aber auch wieder dunkel. Woran liegt das denn, dass es dunkel ist? Verdammt, schade, dass wir unsere Übertakten verschwendet haben, aber okay. Ich gehe erstmal in die Richtung, weil das sieht einfach aus. Level 1 und hier scheint auch direkt der Knoten zu sein. Rein. Fuck, wie komme ich denn da rein? Level 4! Na, das schaffe ich nicht. Oh, scheiße, dann werden die auch... Oh mein Gott, dann werden die auch davon... Oh scheiße, das wusste ich nicht. Aber ich glaube, die bleiben unten, oder? Waren sie mindestens bei der ersten Suche schon so dumm und sind unten geblieben. Ich hoffe mal. Wahrscheinlich kann ich auch so lange nicht rein, ne? Naja, wir können ja mal den Rest der Weile durchsuchen. Was? Ist nichts drin? Doch, hier. Ja, die scheinen nicht hochzukommen. Sehr gut. Das ist eigentlich ziemlich dumm, wenn die nicht hochkommen, aber egal. Wir können sogar wieder auf den
Computer zugreifen, solange es ist. Level 1 und es ist so schwer, hä? Wenn wir halt direkt entdeckt werden, haben wir einfach ein Riesenproblem. Weil das Ding wieder relativ nah an dem Registry-Knoten ist. So, gar kein Risiko eingehen. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern. Dann können wir halt keinen Bonus mitnehmen. Ich schaue mal ganz unten an. Das ist, glaube ich, immer das Älteste. Wir haben bei Connor letzte Woche kassiert. Was ist also der Plan? Ihm einfach ein bisschen zusetzen? Rate ich. Hat einen Ständer wegen des Typen und ich will wissen, warum. Irgendwas stimmt da nicht. Setze ihn ein bisschen unter Druck. Vielleicht packt er dann aus. Falls nicht, zerlegst du seinen Laden und sagst ihm, dass ein Gefallen wäre. Rate ich nicht. Bedeutet, dass er mich auch los ist. Ich habe ein paar Jungs hingeschickt. Ah, also bekommen wir die Geschichte quasi mit. Was? Hallo Wano, ich habe einige Jungs einen Teil unserer Ware hier ins Lager bringen und dabei den Code für die Tür ändern lassen, weil in letzter Zeit Sachen verschwunden sind. Und prüfe ihre Arbeit und vergewissere dich, dass sie nicht zu viel Unordnung gemacht haben. Das ist jetzt schon der dritte Code, mal gucken, ob wir auch nur einen davon benutzen. Wano, ich habe dir gesagt, du sollst den Tresor schließen. Es fehlt Geld. Ich werde diesen Mangel an Professionalität nicht tolerieren. Finde heraus, wer das Geld genommen hat und lasse ihn dafür bezahlen. Lass Collar in Ruhe. Es ist okay, dass du mich nicht magst. Deine Zu- oder Abneigung interessiert mich nicht. Aber wir brauchen Respekt, oder? Respekt von unserer Familie, Respekt von unserem Geschäft. Fuckler, Collar ist Geschäft. Wenn ich dir also sage, du sollst ihn in Ruhe lassen, dann lässt du ihn gefälligst in Ruhe. Das ist ein Befehl. Wenn ich rausfinde, dass Wano oder einer deiner Jungs aus dem Casino ihn belästigen, stecke ich sie in die Holzkiste. Klar, okay. Streitigkeiten unter den Bossen, wie es aussieht. Viele Spielchips. Hier noch irgendwas Interessantes. Terminal locked. Wir haben drei Codes. Und kein einziger... Was ist das? Schockgranate. Und kein einziger davon passt hier. Geil. Den kann man nicht mal hacken, wie es aussieht. Scheiße. Ah. Struktur... Ist es nicht strukturell... Ja, Strukturschwäche. Aber da müssen wir wieder irgendeine Augmentierung wahrscheinlich auch verwenden. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Also... Ebene 4. Bin ich jetzt nicht gerade richtig, oder? Hä? Oder ist... Bin gerade verwirrt. Ah, wir haben den Code. 4863. Safe. Freischalten. Ach so, funktioniert das. Alles klar. Ah, und da ist auch das Ding. Sehr geil. Okay, Collar. Ich habe Ihren Neuroplastizitätskalibrator. Sehr gut. Ich werde Sie für die Optimierung vormerken. Sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden. Und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Carla. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. So, die sind jetzt ein bisschen Vollständigkeitsfanatiker aus Haus 500. Die sind jetzt anscheinend ein bisschen aufgeregt, aber das ist mir erstmal egal. Ich werde auf den gleichen Weg abhauen, auf dem ich gekommen bin, würde ich sagen. Und das ist jetzt wirklich komplett deaktiviert. Sehr geil. Okay, ist nur ein Zivilist, aber ist auch egal. Wir machen jetzt eh wieder hier raus und dann müssten wir ja eigentlich missionsmäßig... Ah, keine Nebenmission mehr, oder? Nach Ruzikerei. Ach ne, hier ist die Nebenmission. Sarif in meiner Wohnung zur Rede stellen. Habe ich gemacht. Interessante Orte, gibt es keine neuen. Dann müsste ich jetzt wahrscheinlich mir zum Beispiel die Infos kaufen, aber ich habe bisher nur... Also bei dem einen Typ da, den Informationscenter, kann man sich ja Infos kaufen und ich habe bisher nur... Ach, und das hier war eine schlaue Idee. Ich glaube, das hier war der ungefährlichere Weg. Und ich habe halt bisher nur... Also der will irgendwas Spezielles haben. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ist auch egal. Aber wir können auch nachgucken. Inventar. Das hier, Neuropozyn. Ach, das kann man untersuchen. Was steht denn da? Beschreibung. Neuropozyn ist ein Medikament, das die Abstoßungsreaktion des Körpers gegen Augmentierung eindämmt. Es unterdrückt die Bildung von Glia-Gewebe. An P-Dot-Clustern, dem Standard-Interface zwischen Mensch und Maschine, das sämtliche Augmentierungen überhaupt erst ermöglicht. Ohne das Medikament verlieren Augmentierungen langsam ihre Funktionalität und verursachen bei ihren Besitzern diverse Gesundheitsprobleme. Eine Standarddosis bietet eine Woche Schutz. Funktionalität, dieses Objekt hat außer seinem beträchtlichen Geldwert keine weitere Funktion. Sie können Neuropozyn bei speziellen Händlern verkaufen, die Waffen und Tech anbieten. Manche Menschen akzeptieren Neuropozyn auch als Bezahlung oder wohltätige Spende. Ah, also dann lasse ich das, behalte ich das lieber und kaufe mir dann wieder mal irgendwelche Tags oder Waffen, anstatt dass ich mir irgendwelche scheiß Infos kaufe. Das heißt, ich hätte auch vielleicht vorher mal nachlesen können, was ich mit dem anderen, ob ich die anderen Gegenstände hätte verwenden können, also die ich verkauft habe. Aber ich glaube, das waren alles Sachen, die man einfach so hätte verkaufen können. Also die man nur verkaufen konnte.
Beschreibung: Man könnte meinen, dieser Jahrgang mit seinem blumigen Bouquet und dem leicht öligen Nachgeschmack habe in einem guten Weinkeller nichts verloren, aber er kommt aus der Provence. Also ist er unverzichtbar. Lavente Maschinist fürs Renommee. Funktionalität: Regeneriert spürbar Gesundheit, sorgt aber für eingeschränkte Sicht. Ist die Gesundheit bereits voll, steigert der Konsum sie kurzzeitig über das Maximum. Sehr gut. Das heißt, wir können mal die ganzen Schrott dann mal durchlesen, wenn wir wieder am Ende der Folge sind und sonst nichts zu tun haben. Und ich dran denke, dann lesen wir mal die ganzen Sachen im Inventar durch. Ihr wisst ja, das mache ich gerne. Background-Infos. Und wenn sich die Programmierer schon diese Zeit genommen haben, diese Infos zur Verfügung zu stellen, dann will ich sie auch annehmen und durchlesen. Oh, wir müssen die Sachen mal wegstecken. Nicht, dass uns die Polizei sieht, wie wir mit Waffen rumrennen. Das wäre sehr dumm. Eigentlich hätten die Polizisten auch misstrauisch werden müssen, als ich da reingegangen bin, Stunden später wieder rausgekommen bin. Hier scheint es keine getrennte. Ach doch, hier geht's los. Ich dachte schon, hier gibt es keine getrennten Ein- und Ausgänge. Perfektes Timing. Cheng sagt, ihre Privatkutsche kommt an, sobald sie auf der Karte den Rosica-Bahnhof aufrufen. Cheng, Sie haben ihn die Prager Verkehrsbetriebe hacken lassen, damit ich nach Rosica komme? Plan A hat nicht funktioniert. So, ich habe jetzt extra gewartet, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das Gespräch abgebrochen wird, wenn ich hier reingehe und diese stundenlange Ladezeit kommt. Vielleicht sollte ich mir so einen Stichwortzettel machen, wo ich aufschreibe, irgendwelche allgemeinen Themen, über die wir reden können in dieser Zeit hier. Was gibt es zu erzählen? Ich habe meinen Kühlschrank abgetaut, weil... Oh, leer! Interessant, aber gut, außer uns fährt da niemand hin, glaube ich. Ich habe meinen Kühlschrank abgetaut, weil ich es zweimal geschafft habe, über Nacht die Gefriertruhe, das Gefrierfach, die Gefriertruhe in Tick aufzulassen, wodurch sich natürlich massiv Eis bildet, weil er komplett durchfeuert und die ganze Zeit versucht zu kühlen. So richtig scheiße. Was ist los? Was machen Sie hier? Miller meinte, ich sollte Sie suchen. Dachte, Sie hätten Probleme. Dachte er? Hat er das so gesagt? Ich bin nämlich nicht schuld. Was ist passiert, Smiley? Erst leite ich da drin die Show und plötzlich werfen sie mir vor, ich würde Beweise manipulieren. Ich? Ist das zu glauben? Das würde ich niemals tun, Adam. Niemals! Es ist unser Tatort. Richtig. Aber sagen Sie das denen mal. Als sie die Waffen gezogen haben, habe ich den Mund gehalten und bin gegangen. Ich und Beweise manipulieren? Wahrscheinlich vernichten die gerade die paar Beweise, die es gibt. Zuerst habe ich ja gedacht, es ging um Sonja. Sonja? Sonja wer? Nur ein Mädchen, dem ich Englischstunden gebe. Ihr Mann hält sie für seinen Besitz. Sie kennen das ja. Smiley. Okay, zurück zu dem Fall. Ich glaube, ich habe da drin was gefunden. Etwas Großes, das völlig neue Perspektiven eröffnen könnte. Aber dazu brauche ich den Scan des Explosionsbereichs. Und darum ist es gut, dass Sie hier sind. Machen Sie doch bitte den Jensen und beschaffen Sie mir das Ding. Also, womit haben wir es hier zu tun? Eine Explosionsstelle. Überall Trümmer und jede Menge Cops. Wenn Sie an den Drehkreuzen und Sicherheitskontrollen vorbei sind, haben Sie freien Zugang zum Reisebüro. Und dort ist der Scan. Es sollte Sie nur niemand sehen. Wie viele Polizisten sind da drin? Keine Ahnung. Mehrere? Sie hatten alle Knarren, deshalb habe ich sie nicht gezählt. Mindestens einer trug einen Exo-Anzug. Die schießen bestimmt zuerst und begraben dann die Leichen. Okay, also sollte ich da auf jeden Fall eher stealthmäßig unterwegs sein, weil wir eigentlich keine Polizisten umbringen, auch wenn es vielleicht korrupte Polizisten sind, aber das weiß ich nicht genau. Was ist Ihrer Meinung nach auf diesem Scan? Das ist ein Beweis, Jensen. Ein 3D-Massenspektrometer-Scan der Explosionsstelle. Und? Und hätte ich eine Minute mehr Zeit gehabt, hätte ich ihn jetzt bei mir und würde es rausfinden. Der Umstand, dass ich ihn nicht sehen soll, macht ihn noch interessanter. Und wichtig. Wir brauchen diese Beweise. So ist es, genau. Gute Einstellung. Wir brauchen sie, aber Sie können nicht einfach reingehen und danach fragen, weil Sie bei Interpol und noch dazu argumentiert sind. Nach dem Anschlag gibt es hier kaum noch Fans von einem... Ne. Okay, wo finde ich sie? Das Forensikteam hat sich im Reisebüro eingenistet, das heißt, in den Resten davon. Sie gehen rein, nehmen das DSD mit dem Scan und verschwinden. Kein Problem. Das könnte eine Weile dauern, Smiley. Schon klar. Ich gehe zurück ins Hauptquartier. Viel Glück. Und kein Wort darüber zu Miller, okay? Okay.
die Beweise sicherstellen. So, da unsere Energie sowieso wieder auf dem Minimum ist, können wir sie aber verschwenderisch einsetzen, unsere Smart Vision. Was? Die Polizei hat die alle abgeriegelt. Dürfen wir da einfach rein, oder? Dieser Bereich ist für Zivilisten gesperrt. Ich gehöre zu Task Force 29. Ich dachte, ich könnte mich ein wenig umsehen. Falsch gedacht. Hier ermitteln wir. Und Sie und Ihre Jungs von der Taskforce können sich woanders wichtig machen. Okay, vergessen Sie's. Was? Spawn. Keine Ahnung, was Spawn heißt. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay, das wäre also schon mal eine Möglichkeit. Was sind Klos? Welche Erkenntnis? Das sind Klos. Ja, was wäre wohl besser? Was wäre wohl besser? Hier finden wir wahrscheinlich Infos und können noch weiter. Hm. Der Typ sieht uns da wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist der bessere und kürzere Weg. Das sah zumindest so aus. Okay, wir müssen jetzt... Oh Gott, zwei Hecken. Okay, das wird natürlich heftiger. Hm. Aber nur Stufe 1 bei den relevanten Sachen. Spam. Wer ist... Ich verstehe den Spam nicht so richtig. Warum sollte ich denn bei Spam hingehen? Also, hä? Spam reduziert die Stufe der Subroutine um 1, was die Tracing-Zeit verlängert. Ah, okay. Aber wir werden halt auf jeden Fall entdeckt, wenn wir es benutzen. Sinnlos. Was? Wie schnell ging das denn, bitteschön? Oh, fuck. Oh, fuck. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass sie das ja sofort mitbekommen und mich dann kaputtbumsen. Oh, nein. Wir müssen hier also definitiv taktischer vorgehen. Scheiße, Mann. Gucken, wie das hier aussieht. Haben wir halt nicht noch so einen Laptop? Scheiße, ich würde schon gerne da drüben rein. Zugangskartenreader, Sicherheits... benutzen, haben wir aber leider nicht. Ah, Stufe 1, dann eigentlich kein Stress, aber... Wie kurz war denn bitteschön die Zeit, die wir gehabt haben? Was war das denn bitteschön? Oh, Jungs! Das war's, das schaffen wir nicht. Also, hä, warum ist denn das so schnell? Können eigentlich auch Schnellladen machen, einfach. Zugriff verweigert. Also wir brauchen ja einfach wieder Glück, aber wieso ist denn das so schnell? Das ist Stufe 1, was soll denn das? Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, ich könnte jetzt wieder dieses Stealth benutzen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das dafür sorgt, dass wir deutlich seltener entdeckt werden, aber oh, Freunde, Freunde, Freunde. Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt müssen wir es eigentlich schaffen, wenn wir das Ding hier haben. Schauen wir uns. Alter, ist das gefährlich. Das werden wir wahrscheinlich nicht sehen werden. Durchschalten, was passiert dann? Ich hab Angst. Ist es jetzt dunkel geworden? Energieschalter, ja, ich glaube, es ist dunkel geworden. War das schlau? Ach nee, Quatsch. Wir haben hier die Fenster verdunkelt, dass die hier nicht reinschauen konnten. Sehr geil. Ja, da steht es auch. Verkaufsobjekt Stammprozessor-Chip. Jetzt können wir ja mal reingucken, was da steht. Nee, wo ist er denn? Hier. Beschreibung. Ein Mehrzweckprozessor, der durch Firmware-Uploads für diverse Aufgaben modifiziert werden kann. Da diese Chips in fast allen Arten von Augmentierungen verbaut sind und derart viele Funktionen übernehmen können, sind sie auch als Hauptziel illegaler Augmentierungsmodifikation. Das Sperren, Hinzufügen zusätzlicher Sicherheitsebenen von Stammchips ist inzwischen selbst ein eigener Industriezweig. Die Chips werden von den meisten Händlern angekauft. Funktionalität? Ja, außer Geld wert gar nichts. Sie können Prozessorchips bei speziellen Händlern verkaufen, die Waffen und Tech anbieten. Würde ich jetzt erstmal hier reinschauen.
Oh, das scheint ja auch wieder ziemlich schwer zu sein. Fuck, Mann, was ist denn hier los? Also wir müssen hier zuerst hinkommen, das wäre wichtig. Okay, diesmal schaffen wir es locker. Weil er sich halt durch mehrere Sachen durchhacken musste. Ich glaube, bei dem anderen war es so schnell, weil er halt einfach nur super wenige Knotenpunkte hatte. So, Ruzika Admin. Achtung, alle Mitarbeiter. Code P61 am Palisadebahnhof. Wer ein paar Überstunden machen möchte, sollte auf diese Nachrichten antworten und sich umgehend auf den Weg zum Palisadebahnhof machen, damit wir den Überhang meistern und die Menge unter Kontrolle behalten können. Achtung, alle Mitarbeiter. Zu Ehren der Freunde und Kollegen, die bei dem schrecklichen Bombenanschlag auf den falsche Kontaktinformation zu... Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten. Also ich überfliege einfach die sinnlosen Sachen. Solange die Staatspolizei am Bahnhof ermittelt durchführt, sind sie zu vollständiger Information abgehalten, weil sie keine direkte Danke für die Kooperation und Verständnis. Zugangskarte verloren. Schon mal auf der Toilette nachgesehen, da verbringst du doch den Großteil deiner Schicht. Aus irgendeinem Grund habe ich meine Zugangskarte verloren. Ja, ich weiß schon, falls jemand findet. Ah. Das heißt also, jetzt haben wir mal eventuell eine sinnvolle Information. Moment, das, hä? Moment, haben wir eigentlich dieses Standardgewehr schon? Nee, ne, da können wir das hier eigentlich ablegen. Weil dieses Gewehr sollte ja deutlich besser sein, das Standardgewehr. Was? Scheiße. Wie viel Platz braucht das denn? Bestimmt noch zwei, denke ich mal. Dann würde ich jetzt einfach mal... untersuchen. Shangush Pale Ale, das... Video ist eigentlich sowieso schon vorbei, deswegen können wir es mal kurz lesen. Indiens bestes Premium-Bier, ein Zaubertrunk direkt aus den Vorgebirgen des Himalaya. Wir können nicht versprechen, dass sie sich in eine achtarmige Hindu-Gottheit verwandeln, aber ihre Bedienung wird beschwören, dass es so ist. Na los, nehmen Sie noch ein Changuch, oder wie haben wir das ausgesprochen wird. So, das würde ich jetzt auch mal ablegen. Dann den Wein, den können wir hier rüberziehen. Das würde ich jetzt auch ablegen, das Marmor-Pilsner untersuchen. Beschreibung. Marmor heißt Marmor und es ist ein Berg in Südosteuropa. Oh, und ich glaube ein Dorf. Dieses Namens gibt es in der Gegend auch. Was das alles mit Bier zu tun hat, weiß niemand. Marmor. Da freut sich die Zunge. Sehr geil. Das klingen wir auch mal ab und ich glaube, dann müssen wir genügend Platz haben. Also ich denke mal, kombinieren? Ach, man kann auch Sachen kombinieren, okay, aber das ging nicht. So, können wir... ja, nice. Aber Standardgewehr schien mir halt schon deutlich geiler zu sein. Das nehmen wir mal auf die 3. Haben wir dafür auch Munition? Nee. Moment, das ist Maximum, was man nehmen... nee, Standardgewehr, panzerbrechende Munition. Hä? Okay, was für Munition verwendet denn dann bitte schön dieses Gewehr hier? Maschinenpistole. Ich will die natürlich haben, die Munition. Mir bringt ja die Waffe nichts ohne Munition. Was ist denn das? Revolver, panzerbrechende Revolvermunition. Schockgranate. Maschinenpistolenmunition. Ja, die brauchen wir dann logischerweise nicht. Ablegen. Nimm doch direkt zwei Plätze weg. Wie groß diese Pakete ist, gell? So, dann lass ich mal kurz überlegen. Hypodyn. Betäubungspfeil. Ob wir den brauchen? Ob da die Pistole ist, ich denke mal. Wir haben gar nicht viel Schrott schon dabei, fällt mir gerade so auf. Naja, was soll's. Irgendwann können wir anscheinend das Inventar vergrößern. Also dann erstmal liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Ja, wir haben echt nur diese Gläser runter gemacht. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Dann schaue ich nochmal aufs Klo, weil anscheinend ist da vielleicht irgendwo der Chip, also diese Chipkarte, die der Typ da verloren hat. Tschüss.